Jupiter sein, Uranus-Opposition oder halber Uranus, ist es Krise oder Chance, je nachdem, wie man sieht, was sich verändert. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen kurzen Video, wo es wirklich nur um die Mondknoten gehen wird, in Bezug auf zwei Beispiele, die innerhalb von ein paar Tagen dann ihre Uranus-Opposition haben, um eben aufzuzeigen, welche Thematiken verändern sich jetzt, was eben noch in Bezug auf Veranlagung zu sagen ist. Und zwar Wiederholung von vorigen Videos. Wir haben Uranus-Opposition ist eben, wenn der Uranus genau vis-à-vis von der Ausgangsposition steht und dieser halbe Uranus leitet einen nachhaltigen Wechsel ein, der auf der einen Seite zur Midlife-Crisis führen kann, aber auch als große Chance genutzt werden kann. Da geht es jetzt weniger um wirklich die Thematiken von Human Design, sondern auch, wie man sieht, wie man dann damit umgeht. Es ist nicht immer eine ganz große Veränderung, aber manchmal ist es wirklich eine extreme Veränderung, speziell eben in Sichtweise und wie man sich eben entwickelt. Und es ist Uranus-Opposition oder halber Uranus ist immer so zwischen 42 und 44, so ungefähr, ist eben auch dann bekannt als Midlife-Crisis, weil sich eben der Blickwinkel verändert. Und im Prinzip geht es eben darum, dass sich die Thematiken der südlichen Mondknoten, die lassen nach und verändern sich zu den Thematiken der nördlichen Mondknoten. Das heißt, was du in der Veranlagung mit dem Mondknoten drinnen hast, hast du nicht von Beginn an, sondern wenn du auf die Welt kommst, lebst du eher die Thematiken der südlichen Mondknoten und dann eben mit dieser Uranus-Opposition, mit dieser Midlife-Crisis. Ich bleibe bei diesem Thema, weil das für viele Menschen ein Begriff ist. Also so kurz nach 5, nach 40 eben, dass sich etwas Nachhaltiges verändern kann. Und da wechseln eben die Thematiken der südlichen Mondknoten zu denen der nördlichen. Und ich möchte mich heute nur auf dieses Thema beschränken. Das heißt nicht, was dann noch sonst dazu kommt, sondern in diesem Video geht es jetzt wirklich nur um die Mondknoten. Und der Uranus selbst steht ja für Klarheit, Veränderung, aber auch Abwechslung und Überraschungen, für Freiheit und Offenheit. Weiters auch noch für Erkenntnis, Erfindungsvermögen, Individualität und Originalität, aber auch für Rebellion, Revolution und Unberechenbarkeit. Und darum wirkt es oftmals eben als Midlife-Crisis. Man bricht aus, man will was Neues, man verändert möglicherweise sein komplettes Leben. Eins ist mir noch wichtig zu sagen, es verändern sich nur die Tore mit den entsprechenden Linien. Aber von den Variablen her, von diesen L und R, die es gibt und was eben dann Sichtweise und förderliche Umgebung und so ist, also diese Variablen, diese Linien, Farbe und Ton, die verändern sich nicht. Die bleiben Thema Zeit deines Lebens. Also die bewussten Mondknoten ist die Sichtweise und die unbewussten Mondknoten ist die förderliche Umgebung. Das verändert sich jetzt nicht, allerdings hat man es möglicherweise nicht von Beginn an, von Geburt an, sondern bis jetzt eben dieser Uranus, diese Uranus-Opposition stattfindet, entwickelt man sich fallweise dorthin, wo eben diese Veranlagung anzeigt in Bezug auf Linie, Farben und Ton. Das heißt, beides entwickelt sich mit der Zeit und bis zu dem Stichtag sollte die entsprechende Veranlagung gelebt werden. Ich habe es bei mir zum Beispiel so ganz extrem gemerkt, bei den unbewussten Mondknoten, bei der förderlichen Umgebung. Ich habe förderliche Umgebung Berg und ich habe 42 Jahre meines Lebens in einem engen Tal, das von höheren Bergen umschlossen ist, also so 1000 Meter Bergeln umschlossen ist, gelebt. Es war so eben unten drinnen in einem Talkessel und ich bin erst seit 2001, bin ich jetzt hier, wo ich jetzt bin, auf 570 Meter Höhe mit Blick über ein anderes Tal, was offener ist, was freier ist. Und es hat sich wirklich meine ganze Lebensqualität verändert. Wobei ich kannte zu dieser Zeit Human Design noch nicht,
Aber ich war eben genau wirklich 42, 43, als ich das verändert habe. Und ich bin dann ja erst 2007, habe ich erst Human Design kennengelernt. Und das war für mich eben dieses Aha-Erlebnis, dieses, okay, es war genau zu dem Zeitpunkt, wo eben diese Mondknoten gewechselt sind von den Toren und den Linien her. Genau zu diesem Zeitpunkt bin ich aus dem tiefen, engen Talkessel raus auf eine Anhöhe, wo man eben ein Tal überblickt, also so eher in Bezug auf Berg und wirklich höher gelegen. Und ich bin ja am Ende einer Sackgasse, das heißt, ich bin wirklich so ganz oben von dieser Ortschaft, von dieser Gemeinde. Also bei mir hat es sich wirklich mit diesem Uranus-Opposition, hat sich auch eben diese förderliche Umgebung wirklich verändert. Und es ist für mich viel förderlicher, als es früher war. Also ich habe eine komplett andere Lebensqualität hier jetzt in dieser neuen Umgebung, die eben meinen unbewussten Mondknoten in Bezug auf förderliche Umgebung entspricht. Das vorige hat nicht entsprochen. Ich hatte aber über 40 Jahre lang mir nicht vorstellen können, dort wegzuziehen auf Dauer. Und dann auf einmal war es ganz einfach und ich bin weg. Und es ist jetzt auch nicht irgendein Bedauern, dass ich es getan habe. Nur das eben zur Erklärung, diese Sichtweise und diese förderliche Umgebung entwickelt sich und sollte bis zu eben circa 40, sollte es dann wirklich abgeschlossen sein und dann sollte eben schauen, dass man immer wieder Bezug zu seiner eigenen förderlichen Umgebung hat. Okay, das ist jetzt Theorie. Was verändert sich jetzt? Es verändern sich die Thematiken der Tore in den jeweiligen Linien. Also die Linie selbst verändert sich nicht, aber dadurch, dass das Tor wechselt, ist natürlich dann auch die Bedeutung, was dieses Tor in der entsprechenden Linie hat, ist jetzt dann auch, verändert sich auch, obwohl sich die Linie selbst nicht verändert. Also konkret wechseln die Thematiken der südlichen Mondknoten zu denen der nördlichen. Und es kann sein, bei manchen Menschen sind die Tore von bewusst und unbewusst gleich. Das heißt, wir haben hier eins der beiden Beispiele, um die es heute gehen wird. Da haben wir bei beiden, also sowohl im unbewussten Design als auch in der bewussten Persönlichkeit, haben wir den südlichen Mondknoten im Tor 19, in unterschiedlichen Linien, aber im Tor 19. Und den nördlichen Mondknoten haben wir im Tor 33 jeweils bei beiden. Und beim zweiten Beispiel haben wir eben, dass sie nicht gleich bleiben, sondern hier verändern sich wirklich, hier gibt es unterschiedliche südliche Mondknoten, ob es jetzt bewusst und unbewusst ist, und dann auch unterschiedliche nördliche Mondknoten. Das heißt, da gibt es jetzt keine Regel, die müssen gleich bleiben oder die müssen sich verändern, sondern es kann sein, dass jetzt eben das Tor gleich bleibt, aber es kann auch sein, dass es auch unterschiedliche Tore gibt. Wie gesagt, beide Beispiele jetzt gleich im Detail. Und zwar hier jetzt noch der Überblick zwischen diesen beiden Beispielen. Ich habe es voriges Jahr oder vor 2 Jahren war es schon einmal in seiner Interaktion, in seiner Interaktionsvideo- und Blogserie gestartet und drum Fokus 1 und Fokus 2. Das heißt, Fokus 1 ist Umsetzer mit Profil 1.3 mit einer einzigen Definition. Und wenn wir in der Übersicht schauen, der halbe Uranus oder eben Uranus-Opposition wäre bei ihm am 7. Juli 2025. Wenn wir jetzt davon ausgehen, der Stichtag, und es beginnt immer so circa 1,5 Jahre vorher, dann würde es mit Anfang 24 oder Ende 23 beginnt schon die Umstellung von den südlichen zu nördlichen Mondknoten. Von daher habe ich mir gedacht, ich drehe jetzt gleich das Video, dass sich die beiden dann auch in etwa darauf einstellen und vorbereiten können. Also halbe Uranus, 7. Juli 25. Und wo sehen wir die Mondknoten? Die sind eben in der Übersicht, jeweils dritte und vierte Zeile von den Toren, die angezeigt werden. Beim Fokus 2 haben wir auch Umsetzer mit Profil 2,4 diesmal.
und mit einem Split. Und hier haben wir den halben Uranus am 9. Juli 2025 und sehen es wieder oben in der Übersicht. Das heißt, die beiden sind allerdings jetzt real von der Geburtszeit, vom Geburtsdatum her sind sie ein halbes Jahr auseinander, sogar mehr als ein halbes Jahr auseinander. Aber trotzdem, die Uranus-Opposition fällt ziemlich gleich. Das heißt, die haben beide ziemlich gleichzeitig dann diesen Wechsel, diesen Sprung vor sich von den jeweils südlichen zu den nördlichen Mondgoten. Und nochmal dazu gesagt, eben dieses jetzt nur auf die Mondnoten bezogen, was erwartet sie? Bleiben wir mal beim Fokus 1. Wir haben beim unbewussten Design bei beiden, also sowohl unbewusst als auch bewusst, haben wir das Tor 19, das sind die Bedürfnisse. Und es wechselt zum Tor 33 und das Tor 33 ist die Umsicht. Das heißt, wenn wir mal nur vom Tor ohne jetzt der Linie dazu ausgehen, haben wir eben das Bedürfnis, die Bedürfnisse, also durch in Beziehung gehen und sensitives Erkennen von Bedürfnissen, die Verbundenheit entdecken. Das ist ein Tor unten am Wurzelzentrum, wo es eben auch darum geht, dass man immer wieder auch auf die Bedürfnisse anderer Rücksicht nimmt. Und das Ganze wechselt zur Umsicht, die Umsicht zu erkennen, wann ein aktiver Rückzug notwendig ist, um zu neuer Stärke zu finden. Wobei ich weiß jetzt genau bei dieser Person, dass es eben schon früher angefangen hat, jetzt mit dieser Veränderung von immer auf die Bedürfnisse der anderen schauen zu eben wirklich auch auf sich selbst schauen. Und zu schauen, wann ist ein Rückzug notwendig, um eben zu neuer Stärke zu finden. Und darum habe ich mir jetzt gedacht, ich schiebe das Video rein zwischendurch mal, weil es einfach so ganz toll zu der echten aktuellen Situation dieser Person passt. Gehen wir jetzt noch ins Detail von unbewusstem Design, war bis jetzt eben dieses Opfer bringen für die Gemeinschaft als eben Grundlage und als wichtig für eben die Befindlichkeit und in der Linie 3 war es die Hingabe, Unbefangenheit, wenn du andere akzeptierst. Das heißt auch immer wieder dieses Rücksicht nehmen auf andere und wenn es für andere nicht passt, dann war es auch immer irgendwie so, sich selbst zurücknehmen, sich selbst zurücksetzen und und. Und das darf sich jetzt eben wandeln oder soll oder muss sich sogar wandeln dazu, dass eben jetzt eigene Absichten geheim gehalten werden, um auf das richtige Timing zu achten, beziehungsweise im Rückzug den Spirit bewahren. Also es geht von, ich nehme auf alle anderen Rücksicht, geht es hin, jetzt auch hier wirklich schwarz auf weiß, mehr oder weniger. Wirklich auch diese Umsicht zu erkennen, wann ein aktiver Rückzug notwendig ist, um zu neuer Stärke zu finden. Also wirklich auch dieses, was ich immer sage, wer ist der wichtigste Mensch in deinem Leben? Der wichtigste Mensch in deinem Leben bist immer du, weil wenn es dir nicht gut geht, kannst du auch anderen nicht helfen, kannst du auch nicht andere unterstützen und dann kannst du denen auch nicht helfen, dass es ihnen gut geht, wenn es dir nicht gut geht. Das heißt, aus meiner Sicht ist dieser Wechsel der Mondknoten eben wirklich genau das von, ich opfere mich für andere auf, Opfer bringen für die Gemeinschaft und immer Rücksicht nehmen und immer mit Hingabe eben auch schauen, dass man von anderen akzeptiert wird, hinzu, okay, ich rede jetzt zwar nicht immer über das, was ich möchte und diese Absichten, sondern dann, wenn es passt. Aber dann rede ich auch drüber und dann sage ich auch, was für mich wichtig ist. Und sich auch immer wieder zurückzuziehen, um eben den Spirit und die spirituelle Stärke immer wieder zurückholen und bewahren zu können. Also das wäre jetzt mal Fokus 1 von den Toren her. Ich habe dann auch noch eine Zusammenfassung, wo nur die Mondknoten jetzt eingezeichnet sind. Und zwar, du siehst es auf der linken Seite, das Tor 19 ist im Wurzelzentrum.
Und das Tor 33 ist in der Kehle. Das heißt, es geht jetzt rein von den Zentren her, geht es darum, von dieser Erdung in den Ausdruck zu kommen. Beziehungsweise, wenn wir im rechten Bereich von den Quadranten her schauen, dass eben von der Transformation runtergekommen wird, etwas in Form zu bringen. Das heißt, etwas ausdrücken, etwas in Form bringen. Jetzt nicht mehr so viel auf Transformation, auf Veränderung und sich selbst verändern, um anderen zu gefallen, sondern wirklich dazu zu stehen, was einem wichtig ist, das auszudrücken und wirklich auch in Form zu bringen. Das heißt, das Beste draus zu machen, was man zu bieten hat. Das wäre der Fokus 1. Und beim Fokus 2 haben wir eben jetzt unterschiedliche südliche Mondknoten und unterschiedliche nördliche Mondknoten. Das heißt, hier können wir dann sagen, hier geht es von Realismus hin zu Anregungen, für andere anregend zu wirken. Und es geht von Erforschung zu Präzision. Also nur, dass man sich das halt auch so einmal überblicksmäßig vorstellen kann. Das heißt, bisher war eben beim unbewussten Design, war eben der Realismus, Beschränkungen zu akzeptieren als Basis, um sie über sie hinausgehen zu können. Und das geht jetzt hin, die Beweglichkeit der Neugier zu folgen und den kurzfristigen Aktivitäten, Anregungen und Stimulation zu suchen. Das heißt, hier jetzt nicht die Beschränkungen in den Vordergrund zu stellen und das Beste draus zu machen, sondern eben mehr der Neugier zu folgen. Und von der Linie her, vom Realismus wäre es die Festigkeit, die Beschränkungen aufrechtzuerhalten. Das heißt, da ist jetzt eher so starr. Für mich fühlt sich das so starr an. Und das verändert sich eben zu aufrichtiger, behutsamer, anregender Ausdruck. Beziehungsweise eben Authentizität. Das heißt, nicht mehr verharren in irgendwelchen Beschränkungen, die man eben gelernt hat zu akzeptieren und dann eben immer eine Lösung zu finden, sondern jetzt dann hergehen und sagen, okay, pfeif drauf auf die Beschränkungen. Es gibt Beschränkungen, ist eben so, aber ich in mir bin beweglich, meiner Neugier zu folgen und in kurzfristigen Aktivitäten Anregung und Stimulation zu suchen, um die dann auch behutsam anregend ausdrücken zu können und eben auch für andere anregend zu wirken. Also so wirklich so als auch zum Vorbild zu werden, um dann eben rauszugehen und die Menschheit mit den eigenen Erkenntnissen zu beglücken. Und auf der bewussten Seite hatten wir Erforschung. Der mentale Druck, die Geheimnisse der inneren Wahrheiten und der grundlegenden universellen Prinzipien zu erforschen, mit der Linie 4 in die Tiefen der inneren Wahrheiten ausloten. Das heißt, dass sich auch zurückziehen, immer wieder mit sich selbst zu beschäftigen. Und das verändert sich zu Präzision und Askese, wobei Askese in dem Fall ich jetzt nicht so unbedingt richtig empfinde als Ausdruck, aber diese Präzision, geduldige Detailarbeit, die das Denken durch präzise Formulierungen ausdrücken kann und auch Details nach Rückzug und Denken ausgedrückt. Das heißt, dieses wirklich, jetzt habe ich 40 Jahre lang etwas erforscht und eben auch die grundlegenden Prinzipien und die Geheimnisse und inneren Wahrheiten erforscht und ausgelotet. Und jetzt gehe ich eben raus und sage, okay, durch geduldige Detailarbeit. Das heißt, es ist dir auch nichts zu blöd, das immer wieder zu sagen und auszudrücken und eben auch durch präzise Formulierungen ausdrücken zu können. Schauen wir es uns wieder in dieser Übersicht an. Und zwar haben wir hier jetzt, auf der einen Seite ging es von Wurzelzentrum zur Kehle und auf der anderen Seite ging es vom Kopfzentrum zur Kehle. Das heißt, es verändert sich in Richtung Ausdruck. Auch hier, so wie schon beim Fokus 1 war es auch, es verändert sich in Richtung Ausdruck und hier geht es von beiden Richtungen in Richtung Ausdruck. Das heißt, wenn wir rechts schauen, auch hier haben wir von der Transformation zum in die Form bringen. Das heißt, auch hier immer
rausgehen und wirklich sagen, was wichtig ist, was dir wichtig ist, was du brauchst und, und. Das heißt, bei euch beiden eben dieses in Zukunft euch viel mehr auszudrücken und viel mehr auch dazu zu stehen, was euch wirklich wichtig ist. Ich danke euch allen, die zugeschaut haben, fürs Dabeisein, speziell euch beiden auch alles Liebe für euren Nicht-Midlife-Crisis, weil ich gehe davon aus, dass es die Krise eigentlich schon bei beiden fast überwunden ist. Ich freue mich über einen Daumen hoch, wenn ihr den Kanal abonniert und die Glocke einschaltet. Und bis demnächst mal wieder. Ciao, Baba, herzlichst, deine Christina.